Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich dir, wie du richtig geiles Light Painting machst. Los geht's! Alles, was du dafür brauchst, ist Eisenwolle, ein Schneebesen, Schnur und natürlich dunkle Kleidung, damit man dich nachher nicht sieht. Als allererstes kommt die Eisenwolle in den Schneebesen. Dabei müsst ihr darauf achten, dass die Eisenwolle eigentlich ziemlich fluffig da drin sitzt, also genug Luft dran kommt, damit es nachher besser brennt. Nun müsst ihr die Schnur an den Schneebesen binden, damit ihr auch größere Kreise kriegt. Dabei zu beachten ist, dass es auch fest genug ist, damit ihr es nachher so rumschleudern könnt. Nun geht's an die Kameraeinstellungen. Ich verwende dafür die Verschlusszeit von 15 Sekunden und eine Blende von ca. 7 bis 10. Also irgendwas so dazwischen, müsst ihr gucken, wie hell es bei euch gerade ist. Als Location nehme ich eine Brücke mit einer Umgehungsstraße darüber, damit man dann auch noch so Lichter von den Autos hat, da das bei einer Langzeitbelichtung eigentlich noch ziemlich cool aussieht und doch nochmal so ein bisschen was Besonderes dabei ist. Außerdem ist es natürlich wichtig, ein Feuerzeug dabei zu haben, damit ihr die Eisenwolle anzünden könnt. Nun seht ihr aber auch noch das Endergebnis. Ich finde, fürs erste Mal waren die Bilder eigentlich schon ziemlich gut. Ich hoffe, du konntest einiges lernen. Wenn ja, kannst du gerne mal einen Daumen hoch da lassen. Außerdem kannst du mir noch einen Kommentar schreiben, worüber ich sonst noch Tutorials machen soll. Zudem kannst du hier meinen Kanal abonnieren und hier findest du ein anderes Video von mir. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao!